Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 14 Ultimate Team Road to Glory bei Incheon Records Let's Plays. Und wir sind in Liga 3 und wir befinden uns an der Bordsteinkante. Es sind noch drei Spiele zu spielen. Wir brauchen noch vier Punkte für den Klassenerhalt. Und es fängt nicht gut an. Wir gehen schon im ersten entscheidenden Spiel mit 1:0 in Rückstand bereits nach 3 Minuten. Das allerdings hat uns nicht zu sehr zurückgeworfen. Denn in der 20. Minute dieser Ballverlust meines Gegners Ramirez auf dem Weg zum Tor geht am Torwart vorbei und schiebt ihn ein in den leeren Kasten. Was für ein Deutsch. Und besorgt uns den hochverdienten Ausgleichstreffer. Nur wenige Minuten später, 30. Spielminute, Pato setzt sich hier schön durch im Mittelfeld, spielt weiter auf Ramirez, der sieht Gerard und Gerard lässt sich nicht lange bitten und haut das Ding unter die Latte. Das 2:1, Partie gedreht und wir sehen uns wieder ein bisschen näher dem Klassenerhalt gegenüber. Allerdings noch vor der Pause dieser Eckball und ein unverteidigbares Tor. Man kann diese Ecken nicht verteidigen, wenn das Spiel der Meinung ist, er muss reingehen, dann hängt es nur noch davon ab, ob der Gegner den B-Knopf oder den X-Knopf drückt oder er tut es eben nicht. Das sind die zwei Unterschiede und er hat es getan, deswegen jetzt wieder 2:2 und immer noch vor der Pause. Mein Gegner kommt durch, paced sich hier ein bisschen rein, kriegt mit Glück den Ball zurück, mein Torwart hält und der Abpraller landet bei OP Benteke. Ja, er heißt OP, Overpowered Benteke und der zerstört unsere Hoffnungen wieder, überhaupt einen Punkt mitzunehmen. Denn es steht jetzt 3:2 für meinen Gegner, also das Spiel wieder auf die andere Seite umgedreht. So geht's auch in die Pause und das heißt, wir müssen jetzt nach der Pause, die Statistik spricht ein bisschen für ihn, nach der Pause mehr zeigen und erst sehr, sehr spät, 89. Minute, Ben Arfa und dann muss ich schwitzig machen. Es geht um so viel, ich möchte in der Liga drin bleiben, also spiele ich schwitzig und dann eben dieses Tor. Und das war auch schon der Endstand. Wir holen immerhin noch einen Punkt in dieser zerfahrenen Partie. Und brauchen jetzt noch 4 Punkte aus den letzten beiden Spielen. Das heißt, wir müssen in beiden Spielen mindestens punkten. Am besten natürlich gleich gewinnen und dann im letzten Spiel noch auf Unentschieden gehen. Unser Gegner dafür ist der FC Warning und hat ein relativ gutes Team. Trotz der schlechten Wertung wird wahrscheinlich eben Bronze-Team auf der Bank haben. Und wir starten hierbei in der Halbzeit schon. Denn in der ersten Hälfte ist nicht viel passiert. Und ja, die zweite Hälfte, die bringt uns dieses hier zum Vorschein. Ja, pure Trauer in den Gesichtern der Spieler. Denn dieses Tor, dieser Spielstand, diese mögliche Niederlage würde den Abstieg bedeuten. Aber es sind noch 20 Minuten Zeit. Kann die Mannschaft nochmal zurückschlagen? Wohl eher nicht. 85. Spielminute, Jarvis mit dem Todesstoß. 86. Spielminute, 2:0. Der Abstieg ist besiegelt. So schön es in Liga 3 war, geht's auch schon wieder zurück in Liga 4. Wir müssen uns dem Abstieg stellen und müssen versuchen, schnellstmöglich dort wieder rauszufinden. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch, Abo dalassen, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Stay tuned.